Äußerlich nicht
dennoch für dieses Wasserleben der Stadtwasserspitze noch eine weitere Hochdruckpumpen einmal im Löschwasserkreislauf. Anno 2003, die Feuerwehr Titschmar präsentierte ebenfalls die Löschfahrzeuge im Typ DSFE. Besatzung bei der Anno 2010, ein KLF 20 aus Schallus. 2020 stand hier das hier gezeigte Fahrzeug Schallus den Weg nach Dittemar und extra nach Krems. In Deutschland wird dieses Fahrzeug am heutigen Standort platziert. Die kleinste Fahrzeuge der Feuerwehr werden nun präsentiert. Ebenfalls durch den Ringtausch fand dieser Mannschaftstransporter in der Kurzform LTW benannt seinen Platz in der OFW Schallitz. Das Fahrzeug hat die Aufgabe, Materialfragen, zum Beispiel die Kleiderkammer oder Fahrten im Personaltransport zu oder von Artis sicherzustellen. Und nur auf Anno 2016 kommt der LTW immer mit Anhänger für Feuerwehrkämpfe. Auch hier der Mannschaftstransportwagen aus Feuerwehr als Einsatzfahrzeug mit touristischem Hintergrund, Austausch von Artenschutztechnik. Mannschaftstransport bei Großflächenlage, Transportmittel von Hygiene oder auch Blumen ins Tierheim, welche nach einem Unfall schlagartig herrenlos sind. Und wir sehen die EFI Hira mit einem Multicar AL16. EFI Hira, aber besser die Entwicklungsversorgungs- und Instandsetzung GmbH, hat 100%ige Unternehmen der Gemeinde Hira. Sie sind im gesamten Gemeindebereich und mehrere Mitarbeitern bei den bekannten kommunalen Arbeiten wie Rasenmähen, Ordnung der Belüftungssysteme und vielen anderen nicht näher bezeichneten Aufgaben rund um die Gemeinde in Einsatz. Die nächste Reihe der EFI Uniburg mit Feldküche. Wenn immer die EFI gebraucht wird, hier sehen Sie einen Unimog, welcher durch die EFI GmbH insbesondere in den Wintermonaten eingesetzt wird. Angehandelt ist eine der Feuerwehr wie immer aktiv betriebene Feldküche. Diese Feldküche kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Feuerwehr gesellschaftlich aktiv ist. So, wir hatten jetzt die Feldküche, die kommt jetzt erst oder der Schneeflug wird getauscht. Nun hier die Feldküche. Wir sind gespannt auf euer Essen. Und hier kommt das Deutsche Rote Kreuz, der Katastrophenschutz. Als Partner der Feuerwehr zeigt sich hier das Deutsche Rote Kreuz. In den zurückliegenden Jahren hat sich das DRK ständig im Rahmen der Bevölkerungsschutzes unter Betreuung der Blaulichtorganisationen einen guten Namen gemacht. Ungeachtet des Ereignisses auf einer Massenkarambolage im Verkehrsstraßennetz oder im Luftverkehr bei Katastrophen wie die jüngsten Ereignisse im Wald von Arzberg und im Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Kameraden sind zur Stelle. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr grüßen die Kameraden des DRK und freuen sich über die Partnerschaft und an heutigen Teilnahme des Festzuges. Die nächste und hat es sich zur Aufgabe gemacht, altes Kulturgut zu erhalten. Nahezu jedes Ostmobil kommt die Schweine schwarz zum Star oder es lohnt sich, um dort einzuschmecken. Und wer kennt Sie nicht unsere Oldtimer, unsere alten Trabant, unsere Hoppelsitten, Reptau und im Anschluss daran der Oldtimer Wacko Camping mit Campingwagen, so eine Seltenheit. Der Trabant von 1988. Der Wartburg Anlegung 1980. Dahinter folgten Ausrabus, Chiraiwerk, Sonderfahrzeuge mit E-Entwicklung, die Bewohner unserer Orte der Gemeinde Wiedemar, aber auch kleine Dörfer in Brasilien und Ecuador kennen das technisch-ökologische Projektzentrum Rabus. Ja, hier sehen wir Herrn Elk Messerschmidt auf seinem E-Fahrzeug, ein halber Trabi, den sehe ich dann. Und Kuchen und Kaffee gibt es auch schon. Und jetzt der wichtigste Mann unserer Gemeinde. Guten Morgen, Herr Bürgermeister Steve Ganzer. Fallen Sie bloß nicht aus dem Auto. Und das war auch schon der ganze Zug. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Besucher, dass Sie hier auch so früh am Sonntag
und morgen zu dieser Festlichkeit erschienen sind. Es wird sich lohnen, es steht nachher noch viel.